Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute das nächste Video meiner Top 5 Lieblingssorten von Hersteller XY. Heute mit meinen 5 Lieblings-Darkside-Sorten. Ja, und da sind wir wieder. Wie gesagt, meine 5 Lieblingssorten von Darkside. Erstmal kurz vorneweg. Darkside ist ein russischer Tabak, der relativ stark ist. Es ist ein Dark Blend, eine Mischung aus Burley und Virginia. Der knallt schon deutlich mehr als ein normaler Virginia-Tabak. Also Virginia-Tabak ist dieser normale, helle Tabak, den man immer bekommt. Und dann gibt es eben auch dunklere Tabaksorten, die meistens weniger gewaschen sind, dadurch noch mehr Nikotin am Start haben. Und da gehört eben auch Darkside dazu. Das heißt, wenn ihr noch nie einen Dark Blend probiert habt, seid auf jeden Fall vorsichtig. Der kann bei Leuten, die nicht viel rauchen oder nicht stark rauchen, kann das auf jeden Fall gut scheppern. Ihr könnt euch natürlich trotzdem eine Darkside holen und könnt ihn irgendwie erstmal, macht ihr 10% Darkside in den Kopf und macht 90% von irgendeinem anderen Virginia in euren Kopf. Und dann geht das erstmal relativ gut und dann könnt ihr euch langsam steigern und gucken, wo ihr dann rauskommt. Wenn ihr nochmal ein komplettes Video dazu sehen wollt, wie sollte man mit Darkside anfangen oder wie sollte man mit Dark Blend generell erstmal anfangen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn da genug Leute Bock drauf haben, kann ich da auch sehr, sehr gerne mal ein Video zu machen. Aber meine 5 Lieblings-Darkside-Sorten, fangen wir an mit Platz Nummer 6. Warum Platz Nummer 6? Es gibt eine Sorte von Darkside, die muss auf jeden Fall mit rein, aber das ist eigentlich keine eigenständige, richtige Sorte in diesem Sinne. Es ist der Supernova. Supernova ist ein Tabak, der einfach Kühle bringen soll. Der war früher extrem krass. Dann kam TPD2 mit den ganzen Anlagen. Minze und Menthol wurde verboten und das musste auch Supernova überarbeitet werden. Supernova ist immer noch kühlend. Sie haben es wieder hinbekommen, aber er ist nicht mehr so stark wie früher. Also von der kühlen Note her. Das heißt, man muss einfach ein bisschen mehr Supernova mit reinpacken, was natürlich zu einem gewissen Grad schade ist. Aber mein Gott, so ist das nun mal nach TPD2. Da müssen wir ein paar Abstriche machen. Hauptsache, wir haben überhaupt noch Supernova, was ich sehr nice finde. Nichtsdestotrotz, Supernova ist ein nicer Tabak, um den in andere Sorten mit reinzumischen und um ein bisschen Kühle mitzubekommen. Aber pur rauchen, ja, es macht halt einfach keinen Sinn. Also es ist halt einfach kalt, es hat keinen Geschmack. Also wenn ihr einen Kopf ohne Geschmack rauchen wollt, der ein bisschen kalt ist, dann könnt ihr euch auch Supernova pur gönnen. Aber ich würde Supernova nie pur rauchen, außer für die Supernova Challenge. Aber das ist ein anderes Thema. Die erste richtige Sorte auf unserer Liste, Platz Nummer 5. Die erste richtige Sorte auf unserer Liste ist der Space Ichi oder Space Lychee. Eine Sorte, die noch relativ neu ist, die gibt es noch gar nicht so lange. Und Lychee ist bei mir normal immer relativ schwierig, weil Lychee oft so eine sehr florale Note mit dabei hat, also blumig schmeckt. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wenn ihr in so ein Bad von eurer Oma reingeht und die hat da wieder mit Parfüm und Lufterfrischer und hast du dich gesehen, du kommst da rein und du denkst erstmal, du kannst fast nicht atmen vor lauter Parfümgeruch. Das in viel, 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 viel weniger krass würde ich als florale Note empfinden, ja, also dieses typische Rosenparfüm oder so, was man kennt, diese leicht blumige, parfümige Note, die hat auch der Space Lychee, beziehungsweise haben das sehr, sehr oft diese Lychee-Tabaksorten, aber der Space Lychee hat sie mit am wenigsten und dadurch ist der Space Lychee von Darkside ganz, ganz schnell zu einem meiner Favoriten geworden, wenn es um Sachen Lychee geht und deswegen auch auf Platz Nummer 5. Platz Nummer 4, der Glitch Ice Tea. Glitch, also eigentlich ist es einfach ein Pfirsich-Eistee und genau so schmeckt er auch. Also es ist eine sehr, sehr leckere Pfirsichnote, die so ein bisschen an den typischen Pfirsich-Eistee erinnert. Einfach ein sehr, sehr leckerer Tabak. Viel muss man da eigentlich gar nicht zu sagen. Er ist relativ selbsterklärend. Es ist ein Pfirsich-Eistee-Tabak, der auch sehr, sehr gut getroffen wurde. Ihr habt eine leckere, ganz leichte Teenote im Hintergrund. Er ist ganz leicht frisch, aber auch den würde ich dann sehr gerne wieder mit Supernova mischen. Übrigens, den Space Lychee kann man auch super gut mit Supernova mischen. Dann bringt man auch so eine bisschen intensivere, frische Note mit rein. Aber sehr, sehr nicer Tabak und deswegen in meiner Top 5 bei Darkside auf Platz 4. Platz Nummer 3 ist der Wild Forest. Auch eine Sorte, die es jetzt noch nicht super lange gibt, aber auch nicht eine der neuesten ist, also seit TPD2. Darkside musste ja komplett überarbeitet werden und dann kamen nach und nach wieder neue Darkside-Sorten auf den deutschen Markt. Da eben auch der White Forest dabei. White Forest soll eine Waldbeeren-Waldfrüchte-Mischung sein. Für mich ist es ein Bärenmix-Tabak mit einer besondere Note. Ich könnte die jetzt nicht genau benennen, aber er schmeckt ein bisschen anders als diese normalen Bärenmix-Sorten, die man schon so kennt.
aber ein sehr, sehr nicer Tabak. Seit ich den probiert habe, sehr, sehr oft bei mir in verschiedenen Mischen mit am Start. Unter anderem mit anderen Darkside-Sorten oder auch mit anderen Virginia-Sorten. Sehr, sehr nicer Tabak. Kann man gut pur rauchen, kann man aber auch sehr, sehr nice mischen. Und deswegen ganz, ganz easy auf meine Top 3 gerutscht. Platz Nummer 2. Für mich die wahrscheinlich überraschendste Sorte aus dem Jahr 2020. Komplett, also total aus 2020. Es ist der BN Papa. Ein Bananetabak. Und normal habe ich immer gesagt, so wenn jemand kam, so hier, ich habe Bananetabak, so nee, passt schon, danke. Kein Banane. Und dann kam der BN Papa und auf einmal gab es einen Bananetabak, der einfach übertrieben nice war. Also im Sommer 2020 war das mit Abstand meine meistgerauchte Darkside-Sorte, die es gibt. Also ich fand den mega, mega geil. Es ist immer noch diese klassische Bananenaromanote, die man schon so kennt, aber deutlich weniger penetrant und deutlich besser getroffen, also viel, viel besser umgesetzt. Kurzum, BN Papa, ein hervorragender Bananetabak. Und wenn jetzt jemand bei euch sagt, nee, Digga, Banane niemals, ging mir am Anfang genauso. Mittlerweile lieb ich ihn übertrieben. Sehr nicer Tabak geworden. Fehlt uns nur noch der Platz Nummer 1. Die Krone geht an meine mit Abstand am meisten gerauchte Darkside-Sorte of all time. Es war eine der ersten Sorten, die wir in Deutschland hatten. Sie ist auch direkt wieder neu rausgekommen. Es ist der Darkside Hola. Ein Cola-Tabak, wie man vielleicht schon am Namen merken konnte. Aber der Darkside Hola, wirklich ein hervorragend geiler Cola-Tabak geworden. Schmeckt eher so nach diesen Cola-Krachern. Also ich weiß nicht, ob ihr hier diese Mao am Kracher kennt, die mit dem Cola-Geschmack. In genau diese Richtung geht der, nicht so krass Cola-Getränklastig, sondern eher Cola-Süßigkeitenlastig, aber brutal lecker und für mich einer der besten Cola-Tabake of all time und auch im Darkside-Universum und deswegen für den Darkside-Hola mein Platz 1. Leute, wenn euch die Top 5 Sorten-Videos gefallen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Darkside-Top 5 ist oder lasst mich wissen, zu welcher Marke ihr als nächstes die Top 5 Videos sehen wollt.